Wieder ein Anschlag in Paris. Mehr dazu jetzt hier bei Update Politik. Willkommen zu Update Politik am heutigen Freitag. Und solltet ihr dieses Video nicht an diesem 26. Juni gucken, dann sind die Meldungen, die ich jetzt hier erzähle, oder diese Meldung, die ich jetzt hier erzähle, schon etwas älter, beziehungsweise nicht mehr so richtig aktuell. Solltet ihr dieses Video noch heute gucken, halte ich euch auf den laufenden Stand über den Anschlag in Paris. Denn dort gab es einen Anschlag. Ich muss mal kurz mein Mikrofon erstmal nochmal richten. Upsala. Und zwar gab es einen Anschlag wieder in Paris. Und das mehr als ein halbes Jahr nach den Anschlägen von Charlie Hebdo in einer Gasfabrik in Lyon im Südosten, im Südosten Frankreichs. Ostfranzösischen Stadt, sagen wir es mal so, im Osten Frankreichs, in der Stadt Lyon, ist ein Mensch enthauptet worden. Der Mann, der das gemacht hat, ein 30-Jähriger, ist derweil schon gefasst worden. Es hieß sogar auch, oder es heißt auch, dass es einen Komplizen geben sollte, beziehungsweise einen weiteren, der natürlich dabei ist. Der 30-Jährige wurde schon festgenommen, wird auch verhört angeblich. Gibt es noch einen zweiten? Meldungen kann man im Moment nicht bestätigen. Der Kopf hing, so französische Medien, hing an einem 10 Meter, hing etwa zufolge 10 Meter vom Körper entfernt. Und bei der Leiche, also mit dem Körper, mit dem abgetrennten Kopf, war eine arabische Flagge zu finden, eine islamistische Flagge gelegen. Es waren Wörter auf Arabisch geschrieben. Man geht davon aus, dass es ein Anschlag war. Man kann auch davon ausgehen, dass es einfach nur so aussehen sollte, dass es ein Anschlag ist. Das weiß man selbst noch nicht. Der Täter hat bis jetzt noch nichts gesagt. Die Gendarmerie gab derweil für die Umgebung dieser Fabrik eine Entwarnung. Dort findet ganz normal heute an diesem Freitag der Unterricht weiter statt. Der französische Innenminister Bernard Chazevineux sei am Vorort gewesen. Der französische Premierminister Manuel Valls ordnete einen erhöhten Schutz für sensible Orte an. Und der Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian hat ein Treffen angekündigt am Freitagnachmittag, was auch dann stattfinden wird. Die Chefin des der rechten Partei Front National, Marie Le Pen, ging sofort in die Attacke gegen den Islam auf und forderte den Islam mit sofortigen stärkeren Maßnahmen zu Boden zu werfen. Man weiß selbst noch nicht, was da ist, aber von solchen rechten Schweinen sowas zu hören, das ist natürlich klar. Die Quellen aus dem französischen Innenministerium seien so, dass es alle Signale in den vergangenen Wochen im roten Bereich gewesen sind, also dass es klar war, dass es wieder einen Anschlag geben wird. Alle Anzeichen hätten darauf hingewiesen, dass sich ein Attentat dieser Natur auf diesem Staatsgebiet ereignen würde, aber man hat ihn leider nicht verhindern können. Diese Fabrik ist eine Gasfabrik, die zu einer amerikanischen Firma gehört, und natürlich kann es auch einen Anschlag auf die gegen Amerika gehen, und laut noch der Zeitung Le Mans die Zeitung Le Mans wollte das noch etwas höher dramatisieren und hat geschrieben, dass sie sie ist Geld nicht als hochgefährlich klassifiziert, also dass da irgendwie noch was Größeres passieren könnte. Ja, es gibt also industrielle Risiken, aber dass die Menge gefährlicher Stoffe dort begrenzt ist. Hunderte dieser Fabriken gibt es in Frankreich, aber da soll man jetzt auch nicht so groß irgendwie so einen großen Wirbel machen. Wer das macht, der sollte mal überprüfen, ob er ein Gehirn hat. Der Bereich wird gegenwärtig von Hubschraubern weiter in der Gendarmerie geflogen. Ein Krisenstab im Krankenhaus wurde eingerichtet. Es hieß erst am Anfang der Berichte, dass es mehrere Verletzte gab. Laut den neuesten Berichten, wie man das natürlich sagen kann, gab es bis jetzt nur zwei Verletzte. Einen Toten definitiv, dem der Kopf abgetrennt wurde. Mehr kann man im Moment auch nicht sagen.
Und wieder gehen die Spekulationen hoch. War es der Islamische Staat, wie beim Anschlag auf Charlie Hebdo Anfang des Jahres und auch in Belgien? Denn es gibt natürlich immer mehr, die das natürlich auch vermuten würden. Und Frankreich beteiligt sich ja auch an den an den ganzen, an der ganzen Sache, an den Antiterrorkampf auch gegen den Islamischen Staat, aber auch in Afrika, wo ja auch, sagen wir mal, Verbündete der Terrororganisation, wie unter anderem auch Al-Qaida, natürlich dabei sind. Frankreichs Staatspräsident François Hollande hat sich auch dazu geäußert. Und zwar hieß es, dass es ein terroristischer Akt war. Und er wird vom EU-Gipfel in Brüssel, wo wir gleich darauf kommen, nach Paris zurückgehen. Er sprach vorher am Mittag in einer Ansprache, in einer Rede von einem Terroranschlag. Er sei in ständigem Kontakt mit dem Innenminister, der am Tatort ist, so die so Kreise vom französischen Präsidenten. Ja, mehr haben wir dazu auch nicht. Sollte es natürlich neueste Informationen dazu geben. Links gibt es unten in der Videobeschreibung, wo ich die Meldungen gefunden habe, aber natürlich auch bei uns bei DERCHO-TV gibt es Aktuelles, Facebook und Twitter selbstverständlich, wo die Breaking News natürlich reinkommen, YouTube selbstverständlich, natürlich nur mit dieser Ausgabe hier, aber sonst, wie schon gesagt, www.derchotv.wordpress.com. Damit wären wir auch am Ende dieser Meldung. Wie schon gesagt, es sind noch nicht alle Meldungen durchgesickert vom Stand Freitagmittag. Das möchte ich auch noch mal kurz sagen. Sollte sich da was tun, beziehungsweise sollte sich da was Größeres tun, werden wir natürlich direkt eine Spezialsendung reinsetzen auf YouTube, beziehungsweise werde ich da euch in einem Artikel, wenn möglich, auf den Laufenden halten. Sonst natürlich verweise ich euch auf WordPress und natürlich auf Facebook und auch auf Twitter. Wir kommen zu den News der Woche. Jetzt schon, daher heute nur zwei Top-Themen. Und wir beginnen die News der Woche mit Streiks. Und zwar nämlich mit der GDL und der Bahn. Dort läuft seit langem schon die Schlichtung. Und nun wurde sie bis zum kommenden Dienstag, den 30. Juni, verlängert, die Schlichtung. Der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, und der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck, sind als Schlichter eingesetzt worden. Und beide versuchen immer noch, seit 4 Wochen schon derweil den Tarifstreit zwischen der Bahn und der GDL zu beenden, der schon seit einem Jahr dauert. Sollten die Schlichtungsgespräche scheitern, drohen dann bei der Bahn unbefristete Streiks. 9-mal hat bis dahin die GDL schon gestreikt. Bei einem Schlichtungsverfahren darf ja nicht gestreikt werden. Und sollte es dann, ja, die GDL verlangt natürlich auch wie immer mehr Geld, aber natürlich auch mehr Macht durch das kommende Tarifseinheitsgesetz, was ja am Mittwoch, dem 1. Juli, ja direkt in Kraft tritt. Streiks wird es auch im Moment nicht bei den Kindertagesstätten geben, nämlich bei den Tarifverhandlungen zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern wird es erstmal ruhig bleiben. Die Kitas bleiben offen, auch wenn schon langsam Sommerferien sind. Beide Seiten konnten sich aber immer noch nicht auf die Übernahme des Schlichterspruchs einigen. Der hat nämlich vorgeschlagen, dass die einzelnen Berufsgruppen mehr Geld bekommen sollten. Beide konnten sich noch nicht richtig einigen. 5 Wochen nun will die Gewerkschaft, also bis jetzt liegen die Schlichtungsverhandlungen weiter nun auf Eis. Es wird aber nicht gestreikt, aber Verdi wird seine Mitglieder befragen und das 5 Wochen lang. Also wird es lange dauern, also während der Sommerferien, da kann auch nichts viel passieren. Erst am 13. August sollen die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, so der Verdi-Chef Frank Birske. Streiks soll es hier nicht geben, wie schon gesagt. Dann zur letzten Meldung. In Deutschland gibt es seit Anfang dieses Monats ein Paternosterverbot. Paternoster, das sind ja diese alten Aufzüge, wie man hier in diesem Bild sehen kann. Nun will die Bundesregierung dieses Paternosterverbot, was am 1. Juni in Kraft getreten ist, nun wieder aussetzen. Der Grund ist einfach der, viele haben sich darüber beschwert, dass ja nur noch Fachpersonal bzw. geschultes Personal diese Aufzüge nehmen dürfen, weil es angeblich zu vielen Verletzungen kommen wird. Nun will das Bundeskabinett eine dementsprechende Verordnung ändern und auf den Weg bringen. Für Besucher war sie demnach am 1. Juni verboten. Nun soll es demnächst, also vielleicht noch sogar 2015 oder wird es vielleicht sogar auch noch 2015, das Ganze
selbstverständlich dann wieder rückgängig gemacht. So viel dann auch zu den News der Woche. Mehr News wie immer auf www.derchotv.wordpress.com. Ja, da gibt es auch die Update-Politik-Sendung von letzter Woche. Unser Lieblingsthema, Griechenland. Ja, es nimmt Neverending Story, kann man sagen. Und es soll an diesem Wochenende eine Entscheidung geben. So sagt das selbst auch die Bundeskanzlerin. Denn gibt es keine Entscheidung, ist Griechenland am Mittwoch pleite. Ja, bis zum 30. Juni reicht quasi noch das Geld, heißt es immer wieder. Ob es dann auch wirklich stimmt, kann man nicht sagen. Aber es droht wirklich ein Grexit eventuellerweise. Grexit bedeutet unter anderem ja, dass Griechenland ja aus der Eurozone dann austreten soll. Es heißt ja eigentlich dann auch noch so dementsprechende Regeln, dass dann Griechenland auch noch aus der EU fliegen sollen. Das will aber das griechische Volk nicht. Das griechische Volk will ja auch noch in der EU bleiben. Aber die sind es ja langsam satt mit diesen Reformen. Renten werden gekürzt, Forschungsprogramme laufen nicht richtig und vieles mehr. Und selbst der Ministerpräsident Alexis Tsipras gerät langsam unter Druck. Und das nicht nur durch seine Links-Rechts-Regierung, auch wenn sein Koalitionspartner, irgendeine kleinere rechte Partei, Sturm gegen alle anderen EU-Länder, besonders Deutschland, läuft. Muss aber was her. Athen hat eine letzte Frist gesetzt. Die Gläubiger haben eine letzte Frist gesetzt. Am kommenden Wochenende soll es endlich laufen. Die Bundeskanzlerin sagte, dem Eurogruppentreffen am Samstag kommt eine entscheidende Bedeutung zu. Also ist morgen quasi the final countdown, kann man so ungefähr sagen. So sagte sie das am heutigen Freitagmorgen in Brüssel. Sehr, sehr knapp wird die Zeit, sagte sie weiter. Und auch der Ratspräsident Donald Tusk von der EU sagte, die Gipfelteilnehmer erwarten, dass die Eurogruppe diesen Prozess auf ihrem Treffen am Samstag abschließt. Sollte das nicht passieren, ist Griechenland pleite. Kann man dann sehen. Dann werden am Montag die ganzen Börsen nach unten fallen. Und auch wenn der politische Wille ist natürlich da, so die Bundeskanzlerin zum Abschluss des ersten Gipfeltages, aber die Staats- und Regierungschefs hätten sich aber nicht auf große Einzelheiten einigen können, sondern nur über prozeduralen Beschluss. Also sprich, geradewegs nicht viel, kann man auch auf Deutsch sagen. Und Athen müsse den gläubigen Institutionen, also sprich der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank und die Europäische Union selbst, eine Lösung finden, damit dann morgen am Samstag dann das ganze Reformpaket natürlich vorgelegt werden kann. Erst dann kann die Eurogruppe sagen, ihr kriegt das Geld. Ist leider aber auch nicht so, denn das dauert dann auch noch, dann müssen nämlich noch die nationalen Parlamente entscheiden, darunter auch der Deutsche Bundestag, und da kommen wir dann irgendwann mal an, ich glaube nächste Woche dann dazu, falls es überhaupt was dazu geben wird, wird es dann da auch noch Abstimmungen geben, um natürlich dann die Milliarden zu bekommen. Außerdem, Athen könnte nämlich die Schulden von 1,6 Milliarden Euro unter anderem vom IWF, vom Internationalen Währungsfonds, kaum fristgerecht begleichen, wenn nichts passieren sollte, denn das muss noch die griechische Regierung zahlen, und wenn das nicht geht, weiß man, das Land hat kein Geld. Das Land ist pleite. Und auch wenn der Druck auf allen Seiten wächst, sei es von den Gläubigern, sei es bei der Regierung oder sei es überhaupt auch an den Börsen, war ein viertes Treffen am Donnerstag, am letzten Donnerstag, also den 25. Juni, nach ein paar Stunden schon vorbei. Ja, ganz schnell ging das. Wirklich ergebnislos abgebrochen. Finanzminister Schäuble hat auch beklagt, dass die Griechen eher rückwärts denken, anstatt vorwärts. Und nun könnte man natürlich auch sagen, okay, Athen hat ja was vorgelegt, zwei Reform- und Sparlisten. Eine griechische, die teils hinter die Vorschläge von Anfang dieser Woche zurückgilt. Und eine der Institutionen, die weiter unter anderem auf ein rasches Aus von Frühverrentung sowie auf eine höhere Mehrwertsteuer auch für Hotels auf den Inseln beharrte. Nämlich, man muss auch natürlich sehen, der Tourismus ist für Griechenland auch sehr, sehr wichtig. Ja, und die Bundeskanzlerin ließ die Forderung nach einem Schuldenerlass weiterhin unbeantwortet dastehen. Jetzt muss man schauen, was macht Griechenland, um dieses Programm weitestgehend zu erfüllen.
Und allerdings schloss auch Merkel weitere Hilfen für Athen grundsätzlich nicht aus. Aber was machen, wenn dann das Land pleite ist? Dann geht eh alles den Bach runter und das ist dann auch geradewegs nicht schön. Ja, so schaut sie das auf die Finanzengpässe von Athen. So viel dann auch zu diesem Thema. Und wie schon gesagt, alle Themen gibt es auf unserer WordPress-Seite, die natürlich auch während unserer Sommerpause in... Ich habe keinen Kalender mehr hier, das ist das Problem. Ja, neues Studio, neue Probleme. So kann man das ungefähr sehen. Ja, ich habe ja hier Laptop, ne? In 2 Wochen ist ja dann Sommerpause. So ungefähr. Kriegt ihr natürlich auch alle Infos. Aber in den nächsten Tagen werden sowieso entscheidend sein. Das war's von Update Politik für heute. Morgen Update Medien. Dann auch mehr Infos zu dem neuen Studio, warum dieses wieder hier genommen wurde. Und natürlich auch noch vieles andere mehr. News aus der Medienwelt und schieß mich tot. Natürlich auch das Top-Thema weiterhin im Moment, das TV-Aus für Stefan Raab und vieles mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns, wie schon gesagt, morgen oder irgendwann hier bei der Echo TV. Bis dahin, tschüss.